Leute, es geht weiter mit Resident Evil 2 Remake. Ich habe heute eine pinke Badehose an, weil ich gerade noch im Pool war. Ne? Ist eine geile, ist Brombeerfarben. Da sind wir fair. Ne? Zuletzt haben wir die Kurbel benutzt und ja. In meinen Augen ist die Police Station eher so Takeshis Castle mäßig. Ist ein kompletter Müll. Ne? Wer baut denn, yo, also sorry, Herr Kennedy, Sie können leider nur das Garagentor öffnen, indem Sie diese Kurbel aus dieser Box nehmen. Und das ist noch nicht alles. Wenn Sie die Kurbel reinstecken, kommt eine Zwischensequenz. Oh. Wow. Kaugummi muss leider. Das Spiel macht mich immer nervös und fickerig. Dann trinke ich noch einen Schluck vorher von Spezi Original. Kaufen, kaufen, kaufen. So Leute, ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Wird eine entspannte Reise mit mir. Und wir gehen erstmal in den Leichenraum da. Scheinbar sind die keine Licker. Kann ich auch wie nur Assi reinrennen. Moin. Oh fuck, kann ich nicht. Da fehlt was. Autopsiebericht Nummer 53477. Ja, alles klar. Können wir eigentlich jedes Ding rausziehen? Schau mal, ne? Komm, zieh mal. Leute, wisst ihr was? Ich gönne mir jetzt hier erstmal alles. Ist auch wirklich. War so ein schönes Kraut. Und dann haben wir es einfach eingefroren. Oh! Passiert wohl, wenn ich die Kakerlaken abschieße mit einem Schrot, Alter. Ja gut, wir sind ziemlich am Arsch, dann lassen wir die erstmal. Ne, der will auch nicht weiter. Ich dachte, ich kann da so ein bisschen drunter lünkern. Ne, er hat auch nichts mehr. Wer ist von dem, ist das der Kasten hier? Ne, den schieben wir wieder rein. Da ist einer, der lebt. Also du, dich können wir jetzt hier nicht gebrauchen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, da fehlt ja ein ganzes Ding. Nee, da ist auch wieder nix. Jo, du bist am Zappeln. Kommst du wieder rein? Es ist gut hier. Hier wird nicht gezappelt. Wir nehmen nur nicht zappelnde Zombies mit. Ah, dann haben wir hier. Ne? Und was haben wir denn hier noch? Ja, ich glaube, der hatte letztes Mal diese Karte bei sich. Nö, der nervt einfach nur. Nö, da habe ich da keinen Bock drauf. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, da sitzt ja auch noch einer. Gar nicht gesehen. Nö, da habe ich keinen Bock drauf, Jungs. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Haben wir die Kohle eigentlich noch? Na klar. Das Allzweck-Werkzeug. Die Kurbel. Also, falls ihr mir mal irgendwie Post schicken wollt, bitte eine Kurbel. Ne? Ich habe nämlich zu Hause auch so ein Tor, das kriege ich nicht mehr auf. Und dann wäre da mal eine ganz optimale Lösung. Ja. Oh, ich höre schon Hunde. Ich höre schon Hunde. Wo ist er denn? Oh, ich hoffe, das übersteuert nicht. Lassie? Stopp! Wer klopft da an der Tür? Ich gebe euch jetzt 3 Sekunden zum Überlegen. Erstens ein Zombie. Zweitens der Thorsten. Oder drittens ein Hund. Ich bin ja der Meinung, wenn das ein Hund ist, bringen wir das Spiel sofort ab. Aber ich gehe davon aus, es ist ein Zombie und keine Ahnung, was der jetzt hier drinnen will. Junge. Gehst du mir auf den Scheiß Sack, wer bist du denn? Wait, der ist schnell auf einmal. Ich habe keine Munition mehr, ne? Der nächste Schuss ist mit der Schrotflinte und der geht dann voll in die Birne. Alles noch kurz warten und jetzt abdrücken, jawohl. Kein Schuss mehr hier. Liegt hier vielleicht was? Ja, es ist auch egal, ob ich laut oder leise bin. Ich dachte, vielleicht muss ich leise sein.
Weil ich ja vorher wie ein Klabautermann übertrieben laut war. Ja, so, jetzt öffnen wir hier unser Amazon-Paket. Was haben wir denn bestellt wieder? Schon wieder ein neues Paar Schuhe. Ja, das ist das Elektroteil. Ich glaube ja, es hat auch nur eins gefehlt. Aber ich gehe trotzdem noch mal eben gucken. Na, hier scheint nichts zu sein. Boah, was ein mieser Raum, der ist ja richtig scheiße. Ich dachte, hier könnte man richtig viel erleben. Der ist ja komplett nutzlos. Hallo? Der ist ja wirklich komplett nutzlos. Er speichert. Ja gut, ich werde jetzt hier die Tür entriegeln können und ich höre schon Hundeschritte. Ist wieder mies. Ja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen so, 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 so. Magician, Leute. Ja. Prost. Alter, Leute, nö. Regel Nummer 1, rennen. Lasst die Hunde Hunde sein, die können nichts. Und immer weichen. Und dreht euch im Kreis. Jo, bist du dumm. Ciao. Wenn der Hund da durchkommt, bin ich raus. Ui, Alter. Da bin ich raus. Jo. Lassie! Und weg. Ja, die drei haben wir ja weggemacht hier. War wahrscheinlich übel unnötig. Yo! Noch ein Lassie! Noch ein Lassie! Alter! Yo! Der beißt mir komplett meine Gliedmaßen weg. Ich gehe mal ganz kurz raus. Haha! Alter! No way! Ich hab einen Schuss! Oh. Yo, Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück. Back to the roots. Alles klar. Soll nicht blöd klingen, kann ich hier nicht noch die Scheiben verbrettern? Jo, ich bretter jetzt hier komplett zu. Alter. Ich wusste das. Ihr gebt mir nur auf den Piss hier, Spasti. So. Schluss mit lustig. Oh. Leute, keine Ahnung, wie man das Spiel durchspielen kann, wenn man nur einen Schuss hat. Wird jetzt wohl mal so eine ganz interessante Reise mit uns hier. Boah, jetzt sind nur 8 Minuten, aber die sind so... Ich bin so am geistigen Limit schon wieder. Aber guck mal, ich kann hier was machen. Dann nehme ich die mit und ja. Ja. Hab hier dann mal wieder eine volle Schrot zumindest. Ich speichere nochmal ab. Ist jetzt nicht wirklich ein guter Zwischenstand, aber ich muss jetzt hier mal einen ganz kurzen Lageplan machen, weil ich da an der Feuerleiter noch Pistolenmunition habe, die hole ich mir auch ganz sicher gleich. Ich habe dieses verkackte Elektroteil. Brauche ich da noch eins von? Oder kann ich... Theoretisch kann ich am besten durch die mittlere Halle wieder laufen, oder? Ich versuche das einfach mal. Oh, Alter, ey. Wieso? Wieso? Ich mache hier einen Cut heute nach 9 Minuten. Tut mir wirklich leid. Ich schneide jetzt noch irgendein random Material dahinter, aber ich bin heute geistig fertig mit der Welt. Oh, ich brauche da erst einmal eine schöne Gedankenpause. Ne, sonst tut die hier immer so weh.
So, wenn jemand die Cap haben möchte, auch meine Kommis, könnt ihr haben. Schiel und hat dem Let's Play zu. Hier schenke ich euch. Schreibt in die Kommentare, warum ihr die Kappe haben wollt. Na, und wenn ihr wollt, signiere ich euch die auch noch hier. Ist ja noch eine freie Fläche mit einem weißen Edding. Ich habe zwar keine Unterschrift, aber kriegen wir schon hin. Entschuldigt bitte, mentales Level ist kaputt. Hier sind nochmal, keine Ahnung, irgendeine random Scheiße, die ich mal zuletzt aufgenommen habe. Danke euch. Tschüss.